ersten Liga. Kommen wir jetzt zur zweiten Liga. Und da geht der Höhenflug vom 1. FC Kaiserslautern weiter. Am Freitag mussten sie nach Lausitz, kamen zurück vom Erstliga-Absteiger mit 3 Punkten. Schöne Aktion für die rund 1000 mitgereisten Fans. Da gab es vor Ort ein wärmendes Dankeschön für den erfolgreichen, aber kalten Abend im Stadion. Genau das Richtige. Eine sehr schöne Geste. Die Fans hat es auf jeden Fall sehr gefreut. Kaiserslautern in dieser Saison nach wie vor unbesiegt. Der Sieg der Lauterer, der hatte 2 Gesichter. Jürgen Schmitz mit den beiden Hauptprotagonisten. Die beiden Itchs haben es ausgemacht in Cottbus. Erst Pajic auf Ilicevic. Und dann Ilicevic auf Pajic. Also im Training immer geübt, habe ich mal ein paar Sachen beigebracht mit links. Und hat gut geklappt und ich stand halt goldrichtig. Und irgendwie kommt er ja immer recht schüchtern daher, der Ivo Ilicevic. Wenn man einen rausheben will, dann war der Neuzugang Lauterns Bester in Cottbus. Der Kroate Rakat rennt, dribbelt und jubelt letztlich auf richtig hohem Niveau. Und doch. Ja, Ivo ist noch zu holprig, was die Leistung betrifft. Er hat gestern eine sehr gute Leistung gebracht, aber das war die erste Konstante über die gesamte Spielzeit. Er hat enormes Potenzial. Was ich mehr heraushebe gestern, was seine Leistung betrifft, ist das Defensivverhalten, weil da hat er doch ab und zu noch Schwierigkeiten, das umzusetzen. Schwierigkeiten sieht der Coach gerade in Abschnitt 1 bei seiner Defensive. Die Riesenchance vom alleingelassenen Jula oder beim Führungstreffer von Cottbus. Amedek muss den Pass verhindern. Rodney und Bugera lassen in Überzahl Queke gewähren. Aber es spricht für den FCK dieser Tage, dass er brenzlige Situationen übersteht und nur Sekunden später zum Ausgleich zuschlägt. Wenn wir mal zurückliegen, pusht uns der Trainer weiter auf und wir glauben an uns. Jeder versucht für den anderen zu kämpfen und das sieht man auf dem Platz. Und, ja, und so wollen wir jetzt versuchen, durch die komplette Saison hinzugehen. Zum Thema Selbstbewusstsein. Beim Mittelfeld-Quirl Sydney Sam etwa wird die Spielfreude greifbar. Lautern tritt in dieser Saison sehr konstant in allen Mannschaftsteilen auf. Ein Geheimnis des Erfolgs. Das Team spielt taktisch clever und fast immer mit der gleichen Aufstellung. Der Lohn ungeschlagen. Und von daher wollen wir natürlich diesen Weg, den wir eingeschlagen haben, und der sieht momentan sehr positiv aus, unheimlich zielgerecht und scharfsinnig weiterführen. Weil ich glaube, wenn du jetzt eine Sekunde nachlässig wirst, machst du schon den ersten Fehler und den wollen wir natürlich nicht tun. Mit Stürmer Serjan Lakic kommt wieder mehr Qualität im FCK-Sturm dazu. Er hat sein Comeback nach gut einem halben Jahr Verletzungspause gefeiert. Der 2:1-Sieg in der Lausitz ist verdient und sein Tor macht ihn möglich. Dragan Pajic hat den Glauben an sich nicht verloren. Als Chancentod war er schon bezeichnet worden, weil er immer mal wieder Riesenchancen ausgelassen hat. Die letzte Woche war natürlich schon, ja, schwer, kann man schon sagen. Ich habe ja die ein oder andere hundertprozentige liegen lassen und das passiert jedem Stürmer. Und ich bin jetzt von der Außenbahn zur Stürmerposition gewechselt und alles braucht auch seine Zeit. Und ich bin froh, dass es gestern geklappt hat. Ich denke, man hat gesehen, dass er weiter an sich gearbeitet hat, dass er im Training versucht hat, ja, die Dinge einfach zu machen und nicht drüber nachzudenken. Nicht drüber nachdenken ist doch ein gutes Rezept für den FCK. So unbekümmert weiterspielen, wer weiß, wo das endet. Die beiden Itchs jedenfalls hätten sicher nichts dagegen, bald eine Liga höher zu spielen. Es läuft also weiter für den 1. FC Kaiserslautern. Und da fragt man sich natürlich nach dem Erfolgsgeheimnis. Es gibt eine Auffälligkeit. Und an dieser Stelle der wichtige Hinweis für die nächsten Gegner. Immer spielen, bis tatsächlich vom Schiedsrichter abgepfiffen wird. Das gilt ganz besonders für die erste Spielhälfte. Jürgen Schmidt. Sepp Herberger, der Vater aller Trainer, sein Kultspruch. Ein Spiel dauert 90 Minuten. Wie lange dauert dann wohl eine Halbzeit? 45 Minuten. Oder bis der Schiedsrichter abpfeift. Bastian Schulz lacht und sein Trainer schreit. Ja, bis der Schiedsrichter abpfeift, die 45. Minute. In Cottbus funktioniert's. Der FCK schafft quasi mit dem Pausenpfiff einen spielentscheidenden Treffer. Das gelingt der Mannschaft schon zum 3. Mal. Es
Sie glaubt an sich, sie glaubt an die Möglichkeiten, die sie ja spielen kann. Sie setzt das auch um und belohnt sich auch. Ja. Und ich werde das wirklich nur als ein bisschen Zufall, Quäntchen Glück. Das Glück aber, das erarbeitet sein will. Eine Halbzeit, 45 Minuten, fängt bei 0 an und 1, 2, 3, 4, 5, 45. So schnell geht's nicht immer. Der FCK bleibt cool. In den vergangenen 3 Auswärtsspielen gelingt dieses Glücksspiel mit der Zeit. Wir lassen uns halt auf unsere Stärke und bleiben ruhig. Und dass es dann in der 45. wieder fällt, das ist halt Schicksal. Glück oder Schicksal. Bei 1860 München auswärts in 2 Wochen kann das Spiel wieder beginnen. Ein spielentscheidendes Tor in der 45. Minute. Ich glaube auch, dass man den Moment einfach nutzen soll. Man soll absolut alles geben bis zum Schlusspfiff und dann kann man sich auch keinen Vorwurf machen. Die Zeit bis zum Abpfiff nutzen, ganz im Sinne des Vaters aller Trainer, Sepp Herberg.